Wir müssen uns doch was einfallen lassen, meine Damen und Herren. Wählen allein hilft doch nicht weiter. Wir haben das doch versucht. Rot-Grün ist gewählt worden, um die schlimmsten Ungerechtigkeiten der Kohl-Ära wieder rückgängig zu machen. Was ist passiert? Die haben die Ungerechtigkeiten verschärft. Nach 7 Jahren Rot-Grün hatten die Leute weniger Geld netto in der Tasche, die unter 20.000 Euro im Jahr verdienen, und die Leute netto mehr in der Tasche, die über 60.000 Euro im Jahr verdienen. Das war die soziale Politik von Rot-Grün. Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder Schröder, Eichel, Müntefering und Clement haben wirklich nicht gewusst, was sie mit ihren Gesetzen anrichten. Oder sie haben es gewusst. Das sind die beiden Möglichkeiten, oder? Wenn die wirklich nicht gewusst haben, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, dann sind sie einfach nur zu blöd. Dumm wie 100 Meter Landstraße. Damit könnte man ja leben. Wenn sie aber genau gewusst haben, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, meine Damen und Herren, was die Herrschaften das dann sind, das darf ich auf der Bühne nicht mehr laut sagen. Das muss sich jeder von Ihnen selber denken. Fängt mit Riesen an, hört mit Och auf. Und meiner Meinung nach ist es an der Zeit, dass die SPD-Spitze sich entscheidet, wollen es Dumpfbacken oder Riesenöcher sein. Was glauben Sie, was in diesem Land los wäre, wenn mehr Menschen begreifen würden, was hier los ist? Ja, da können Sie wählen, wie Sie wollen. Ja, das ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Auf dem Kirchentag darf sie über eine neue Weltordnung philosophieren, zusammen mit dem ehemaligen ghanaischen Präsidenten Kufuor. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Und natürlich schaut die Welt jetzt auf Europa, weil wir wissen, dass wir in der globalen Verflechtung alle gemeinsam für Wirtschaftswachstum verantwortlich sind. Und das hat auch das G20-Treffen in Cannes ausgedrückt. Und es wird sich in den nächsten Jahren, die Gruppe der G20 auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs hat sich, glaube ich, bewährt, es wird sich in den nächsten Jahren vieles verschieben im weltweiten Gefüge. Man sieht das zum Beispiel schon am internationalen Währungssystem. Wir werden zu einem multipolaren Währungssystem Schritt für Schritt kommen, in dem auch China zum Beispiel eine größere Rolle spielt, in dem Maße, wie China bereit ist, einen Wechselkurs anzunehmen, der den Fundamentaldaten der eigenen Wirtschaft entspricht. Aber diese Tendenz ist erkennbar, und die Arbeiten am gemeinsamen Weltwährungssystem sind unter der französischen Präsidentschaft deutlich vorangekommen. Würden Sie Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie die Menschen nicht von diesem europäischen Gedanken in einem gemeinsamen europäischen Haus überzeugen können? Die Nein. Menschen in Deutschland? Nein, auf gar keinen Fall. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Frau Merkel, eine Frage von Rob Scharfenberg, Telegraaf aus Amsterdam. Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit einer Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes hinzuzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären? Weil diese Person mein Vertrauen hat. Aber kann er mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat? Ich jetzt alles gesagt dazu. Wenn das alles ist? Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt. Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutsche. Also das ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also. So, die nächste Frage. Gibt es so einen Moment, wo Sie auch bereit wären, eine unpopuläre Entscheidung einfach so zu treffen, indem Sie sagen, ich mache es? Erinnern wir uns an Helmut Kohl. Die Entscheidung für den Euro war keine, die ihm damals Sympathien eingebracht hat. Oder auch bei Schröder zu sagen, wir machen jetzt Agenda 2010.
Ja, sicherlich, solche Situationen gibt es immer wieder. Also wenn Sie immer erst eine von Ihnen erst zitierte Umfrage machen, was die Leute davon halten, dann könnten wir das nicht machen. Ich habe, wenn ich mal an die Gesundheitsreform denke, die ja auch noch nicht so überall populär ist, dann ist die Frage, ob wir zum Beispiel diesen Fonds machen, eine Frage, wo ich immer gesagt habe, die machen wir. Und der hat viele Vorteile und egal, was da jetzt geschrieben wird, was gesagt wird, das wird so gemacht und so gibt es in der Innen- und Außenpolitik immer solche Situationen. Es gab ja so ein Zitat. Frage Mehrwertsteuererhöhung, etwas sehr Unpopuläres. Und trotzdem, glaube ich, haben wir mit unserem Konzept zu investieren und trotzdem den Haushalt zu sanieren, das Richtige getan. Die CDU hat seit Jahr und Tag dafür plädiert, dass an großen Plätzen genau solche Videoüberwachung eingesetzt wird. Wenn es die CDU nicht gegeben hätte, dann würden wir heute noch eine lange Diskussion mit SPD, Grünen und anderen führen, darüber, ob das nun notwendig ist oder nicht. Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Man darf nicht sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Hier ein bisschen was weggeschmissen und dort einen angerempelt, hier mal auf dem Bürgersteig gefahren und dort mal in der dritten Reihe geparkt. Immer so unter dem Motto, ist alles nicht schlimm. Ist alles nicht nach dem Gesetz und wer einmal Gesetzesübertretungen duldet, der kann anschließend nicht mehr begründen, warum es irgendwann schlimm wird und irgendwann nicht so schlimm ist. Deshalb null Toleranz bei innerer Sicherheit. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Würden Sie Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie die Menschen nicht von diesem europäischen Gedanken in einem gemeinsamen europäischen Haus überzeugen können? Die Nein. Menschen in Deutschland? Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin davon überzeugt, dass es, dass Europa gut für uns ist. Ich will vielleicht noch mal daran erinnern, 7 Milliarden Menschen auf der Welt, 500 Millionen Europäer, 80 Millionen Deutsche. Wir machen 1% aus, noch 1,2% der Weltbevölkerung. Wir brauchen eine Gemeinschaft, in der unsere Ideale, Meinungsfreiheit, Freiheit insgesamt, Pressefreiheit, Demokratie ganz normal sind und mit denen wir auf der Welt für diese Dinge kämpfen können. Einer allein schafft es nicht und deshalb ist Europa nicht nur eine Frage von Krieg und Frieden, sondern auch eine Frage, wie wir uns in der Welt, in der globalen Welt mit immer mehr Menschen gut behaupten können. Und das lohnt jede Anstrengung. Das ist die Frage, ob wir zum Beispiel diesen Fonds machen, eine Frage, wo ich immer gesagt habe, die machen wir. Und der hat viele Vorteile und egal, was da jetzt geschrieben wird, was gesagt wird, das wird so gemacht. Ich möchte nur eine Anmerkung noch zu Herrn Köhler machen, auch wenn Sie es für nachgetreten oder Leichenflatterei halten, meine Damen und Herren, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Eine belanglos anmutende Bemerkung von Horst Köhler während seiner Zeit als Bundespräsident, die uns allen durch die Lappen gegangen ist. Er hat bei einer bedauerlicherweise beachteten Rede den Satz in den Raum gestellt, der allgemeingut ist in Deutschland. Die Deutschen sparen zu viel, sie sollten mehr ausgeben. Diesen Satz hat Horst Köhler, der gelernter Sparkassendirektor ist, meine Damen und Herren, zu einer Zeit gesagt, als bereits ein Viertel der deutschen Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt keinen Heller mehr hatte, den sie ausgeben konnten. Zu einem Zeitpunkt gesagt, zu dem fast die Hälfte der Bevölkerung nichts hatte, was man Vermögen nennen könnte. Und zu einem Zeitpunkt gesagt, wo erkennbar war, wenn er das Statistische Bundesamt gefragt hätte, das ja seinen Namen trägt, er hätte ja jeden Tag vorbeischauen können, dass das Statistische Bundesamt gesagt hat, die deutsche Mittelschicht zerfällt, 95% geraten in die Unterschicht und 5% steigen auf. Gestern hat das Deutsche, Samstag, vor ein paar Tagen, hat das DIW, dieses Institut mit Herrn Zimmermann darauf hingewiesen, dass die deutsche Mittelschicht immer kleiner wird und verarmt. Das war schon zu dem Zeitpunkt bekannt, als Köhler gesagt hat, die Deutschen sparen zu viel, sie sollten mehr Geld ausgeben. Was bedeutet das, meine Damen und Herren? Dieser überaus beliebte Präsident, der beim Volk so beliebt war, hat keinen Kontakt zum wirklichen Volk gehabt. Er hat sich orientiert an denen, die dafür sorgen, dass in jeden Nachrichten, im öffentlich-rechtlichen wie im privaten, ununterbrochen Börsennachrichten laufen, obwohl keine 4% der Deutschen Aktien besitzen.
An denen hat er sich orientiert. Und deshalb war er kein Präsident des Volkes, meine Damen und Herren. So. Da das ja nun alles am Samstag Schnee von gestern gewesen sein wird, habe ich mich dazu entschieden, ein paar allgemeinpolitische Betrachtungen von zeitloser Anmut vorzutragen. Das Unwort des Jahres, meine Damen und Herren, und das wird am Samstag auch noch das Unwort des Jahres gewesen sein, dieses Unwort des Jahres ist auf dem ersten Platz Betriebsratsverseucht, zweiter Platz Flüchtlingsbekämpfung, dritter Platz intelligente Wirkmittel. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass es sich hier um kriegerische Begriffe handelt, bei den ersten beiden Fällen, offenkundig kriegerische Begriffe, Betriebsratsverseucht, da muss der ABC-Trupp ran, nicht wahr? Und Flüchtlingsbekämpfung, da muss die Infanterie ran. Nicht wahr? Diese Begriffe, meine Damen und Herren, zeigen, ob sie, die wollen das nicht, aber sie werden so benutzt, nicht wahr? Das sind wahnsinnig Unwort des Jahres, dass wir im Krieg leben. Und bekämpft werden die Habernichtse. Solche Begriffe gibt es nicht gegenüber den wohlhabenden Reichen im Land. Und der dritte, auf dem dritten Platz der Unworte des Jahres, ist der Begriff intelligente Wirkmittel. Der klingt friedlich, dabei handelt es sich allerdings um intelligente Artilleriemunition. Es ist der Fachbegriff der Streitkräfte und der Artillerie und der Fachzeitschriften für Rüstungsindustrie. Die benutzen den Ausdruck intelligente Wirkmittel für moderne Munition, die zielsuchend ist, und sich nicht nur zielsuchend im Weichziel betätigt, sondern auch in der Lage ist, Hartziele eher tendenziell zu verschonen und erst im Weichziel die gewünscht verheerende Wirkung herbeizuführen. Das ist eine Form von Verwirrung der Sprache, wobei Verwirrung noch milde ausgedrückt ist. Wir werden belogen und in einen Krieg geführt mit Begriffen, den wir nicht führen wollen, aber es ist große Mühe in diesem Land dabei, es zu tun. Das waren die Unworte des Jahres. Und jetzt noch zu einem anderen Begriff, der kursiert und den ich ein wenig drehen möchte, nämlich die Überlegung, ob nicht manche Politiker in unserem Land zu opportunistisch sind, meine Damen und Herren. Oder der Vorwurf an Angela Merkel, sie sei orientierungslos und opportunistisch. Ich bitte um Vorsicht, meine Damen und Herren. Wenn Frau Merkel und ihre Regierung opportunistisch gegenüber dem Volkswillen wären, dann gäbe es in Deutschland einen flächendeckenden Mindestlohn, ein Ausstieg aus der Atomenergie, ein Rückzug aus Afghanistan und Berufsverbot für Anlageberater. Das Volk ist nämlich weiter als die Regierung. Es würde liebend gern das Volk würde liebend gern den Banken wieder zu dem Ansehen verhelfen, das sie einmal hatten. Nämlich als man sie noch als Geldverleiher bezeichnet hat, ein dreckiges Handwerk, das ein ehrbarer Christ nicht ausüben wollte. Als die Ackermänner und die Nonnenmacher dieses Landes bei Hofe noch den Dienstboteneingang nehmen mussten, statt als Dudesfreund der Herrscherin an der Tafel zu sitzen. Das dürfen sie nämlich erst, seit sie Kaisern und Königen die Wahlkämpfe finanzieren und dafür das Monopol auf den Silbertaler gefordert haben und bekommen haben. Wäre die Kanzlerin wirklich opportun gegenüber ihrem Volk, dann verlöre sie die Gunst der Geldverleiher. Ihre Macht ist nur geliehen, meine Damen und Herren. Dass Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Welt gekürt wurde, ist eine Farce. Sie ist noch nicht einmal die mächtigste Frau im eigenen Land. Dass die Zeitungen jetzt schreiben, Ursula von der Leyen ist die zweitmächtigste Frau in Deutschland, ist eine vertölpelte Verdummbeutelung von Ihnen. Und zwar eine bewusste der Presse, die es schreibt. Die mächtigsten beiden Frauen in diesem Land sind Liz Mohn und Friede Springer. Bertelsmann und Bild-Konzern. Die Bild-Zeitung, die den Analphabetismus dieses Land ergreift, ja schon im Namen trägt, nicht wahr? Bertelsmann und Bild, die lautstarken Herolde eines maroden Systems, das weltweit an den Fäden der Geldverleiher zappelt. Eine Handbewegung von Friede Springer genügt. Und die Lohnschreiber werden die Kanzlerin endgültig vom Thron holen und werfen sie ihrer eigenen Partei zum Fraß vor. Vielleicht erleben wir es schon demnächst. Die wahrhaft Mächtigen sind gewiss, dass sie die Gunst des Volkes schon verloren haben. Das macht die Kanzlerin so wertvoll. Denn solange sie die Gunst des Volkes hat, solange wird sie gebraucht. Aber nur solange sie die Gunst der Macht hat, wird sie es tun können. Eine Symbiose nennt man das in der Biologie. Aber wenn es zulasten des Wirtstiers geht, nennt man es eine parasitäre Symbiose. Und das Wirtstier, das sind bedauerlicherweise wir. Diese pointenfreie Ausführung, meine Damen und Herren,
habe ich mir leisten können, weil ich mit der Kraft von 4.000 Euro und einem Preis im Rücken ja nichts mehr beweisen muss, nicht wahr? Ich muss hier nicht mehr aufpumpen, ich habe den Preis schon, ich kann es mir leisten. Ich möchte nicht, ja, herzlichen Dank. Ich möchte nicht. Ich möchte. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Leuten, die ich nicht groß nennen will, bedanken, die mir sehr nahe stehen und die mir in den vergangenen Jahren sehr geholfen haben, mich weiterzuentwickeln. Und ich hoffe, dass ich das auch getan habe. Herrn Hildebrand habe ich bereits aufgezählt. Es zählen verschiedene Personen dazu, die ich Ihnen nicht nennen werde, weil mein Privatleben Sie einen Dreck angeht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich bei Herrn Piet Glocke bedanken, der erstmals, seit ich ihn kenne, versucht hat, Sätze absichtlich in einen gewissen Sinnzusammenhang zu bringen. Nebenthema, das nur so ganz am Rande, eigentlich interessiert es ja gar kein großes, man findet es auch eher so auf Meldung 3 oder 4, wen interessiert schon, die NSA hörte die Bundesregierung ab, das Wirtschafts-, Finanz- und Landwirtschaftsministerium und viele andere vermutlich auch. Naja gut, die Terrorgefahr ist natürlich klar, die muss man eindämmen und hier muss man das Landwirtschaftsministerium genau im Auge behalten. Die Vitaminbomben von deutschen Äckern, die darf man nicht unterschätzen, da ist immer wieder Gefahr in Verzug. Meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als ein feindlicher Angriff gegen die Bundesrepublik Deutschland und nichts anderes. Immerhin findet Herr Steinmeier die Sache inzwischen problematisch und de Maizière, der gibt sich zerknirscht. Wir sind misstrauischer geworden. Ja, holla die Waldfee, aber auch. Hört doch bitte endlich auf, uns zu verschaukeln und zu beschwichtigen. Sagt doch, wie es ist. Wir sind ein Untertan der USA, ihnen aus diversen historischen und gegenwärtigen Gründen hörig und sehen keine Möglichkeit, das zu ändern. Das ist nun mal der Status quo. Damit müssen wir uns abfinden oder eine langfristige Änderung anstreben. Alles andere ist und bleibt Volksverdummung. Das kann man den Leuten auch so sagen. Sie wissen es doch ohnehin. Inzwischen liegt übrigens eine Strafanzeige aus Österreich gegen die beiden Herren vor, weil sie im Auftrag der USA mit BND und Telekom im Verein eine Nachrichtenleitung der Österreicher angezapft haben. Soweit machen wir es momentan als Schergen in Europa, dass wir uns gegenseitig das Leben schwer machen. Super Sache. Ach, bleiben wir beim Thema US-Militärstrategie. Generalstabschef der USA, der stuft Russland und China inzwischen als Bedrohung ein und sieht eine steigende Gefahr für interstaatlichen Krieg zwischen den USA und einer Großmacht. Das heißt nichts anderes als ein Weltkrieg. Nur mal so nebenbei erwähnt. Und dann noch die ganz nebensächlichen Dinge. 14.30 Uhr USA-Arbeitsmarktdaten, Erstanträge und um 16 Uhr die Auftragseingänge der Industrie. Wer weiß, wie lange die uns noch interessieren. In diesem Sinne, erfolgreichen Handelstag, machen Sie es gut und bis morgen. Euch. Ja, ich lache mich ein bisschen kaputt darüber, dass es in unserer Welt mittlerweile kein Problem ist, alle möglichen Lügen zu verbreiten und trotzdem noch zu existieren, obwohl längst eben auf alle möglichen Weisen die Beweise dafür, dass das eben alles Lügen sind, die uns da aufgetischt werden, existieren. Das heißt, unsere Medien, die großen Medien, die natürlich auch durchaus über GEZ und Co. noch finanziert werden, oder natürlich auch über, das meiste wird finanziert über Werbung. Über Werbung, Produktwerbung, das ist das Schlimme ja. Aber naja, sind halt die Firmen und die Banken und auch immer, ganze Wirtschaft dahinter. Aber was ich jetzt sagen möchte ist, dass es in diesen Medien, gerade was Politik und Wirtschaft angeht, ich rede ja jetzt nicht von irgendwelchen Sachen, wo sich irgendwelche Reichen und Mächtigen keine Gedanken und keine Sorgen machen müssen, dass ihnen irgendwo da vielleicht ihr Stuhl wackelig werden könnte oder dass sie da irgendwie Geld verlieren könnten. Alles, was jetzt irgendwie Kohle bringt, was Geld bringt, was die Macht festigt, das wird ja von Herzen gerne unterstützt. Ja, das heißt also, ob es nun Wissenschaft und Technik ist, ob es nun die ganze Unterhaltungsgeschichte, ob es darum geht, auch durchaus politisches Kabarett, wo eben sogar deren Machenschaften offengedeckt werden, solange eben der Eindruck für sie besteht und für sie Beweise dafür existieren, dass, und jetzt zitiere ich mal so einen Satz, den der von Helmut Kohl kommen soll, könnt ihr mal auch recherchieren, wenn ihr wollt, kommt mir gerade so spontan, wo er sagt, die Wölfe heulen, aber die Karawane zieht weiter,
womit er wohl offensichtlich meint, dass eben die Karawane wir das Volk sind und die Wölfe Personen, Einzelpersonen, die irgendwo aus dem Volk heraus vielleicht kommend oder auch von anderer Seite her kommend auf irgendwelche Dinge hinweisen und sagen, da stimmt was nicht, da muss was getan werden. Und beim Kohl sind es offensichtlich auch durchaus die Wölfe, die halt tatsächlich irgendwas aufdecken und die Wahrheit erzählen, dass man sich da als jemand, der für die ganzen schlimmen Verhältnisse zuständig ist oder verantwortlich ist, sich keine Sorgen machen muss, dass irgendwas passieren könnte, das sozusagen diesen Stuhl der Reichen und Mächtigen wackelig werden lässt, weil das Volk plötzlich irgendwas macht, dass das nicht der Fall ist. Das Volk zieht weiter und lässt sich von Brot und Spielen weiterhin befriedigen. Oder dass man eben das Volk in Zwänge, in Situationen hinein manövriert hat oder immer weiter rein manövriert, wo das Volk eben seiner Macht beraubt wird. Wenn du so und so viele Stunden arbeiten musst, um deinen Lebensunterhalt verdienen zu können und du entlassen wirst oder die Gefahr sehr groß ist, dass du entlassen wirst, wenn du dich da irgendwo querstellst oder sagst du bei irgendeiner Demonstration, bei irgendeiner Outung deines Willens, deiner Wünsche eben Zeit nehmen musst, die deine Arbeitszeit ist, dann bist du gehandicapt. Das heißt, du kannst nichts tun, weil du die Zeit dafür nicht kriegst oder auch die Kräfte nicht da sind. Wenn du eine Arbeit hast, bei der du nach der Arbeit völlig fertig bist oder sogar schon psychische Probleme hast, dann hast du auch keine Nerven dazu, irgendwas noch zu unternehmen, um dein Recht zu wahren, etwas für dein Recht zu tun. Das heißt also, nicht nur Brot und Spiele führen dazu, dass die Menschen oft genug nichts tun, sondern auch die Verhältnisse, in die sozusagen die Menschen hineingezwängt werden, sodass sie das, wozu sie ein Recht haben oder wozu ihnen angeblich oder nicht angeblich ein Recht eingeräumt wird, die dieses Recht gar nicht wahrnehmen können. Und heißt sie aber, ja, die hätten doch wählen können. Ich meine, wenn zum Beispiel bei den Parteien nur Scheiße angeboten wird, wie der Herr Fisper sagt, in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ja, was willst du da noch wählen? Ja, wo auch einer Dirk Müller sagt, er weiß auch nicht mehr, was für einen Sinn das Wählen machen soll, wenn du wirklich nur zwischen einer Arschlochpartei und einer anderen Arschlochpartei wählen kannst. Und die Parteien, die vielleicht was taugen könnten, so wenig Macht haben, dass einfach viel zu viele Menschen begreifen müssten, dass man diese kleinen Parteien durchaus mal wählen kann, selbst wenn sie vielleicht kein einwandfreies Konzept haben, selbst wenn sie nicht exakt alles abgesichert haben, um, sagen wir mal, halt regieren zu können in allen Bereichen, wie soll man es ausdrücken. Wir haben folgendes Problem. Ich habe jetzt auch ein folgendes Problem. Das, was wir als Volk uns von den Politikern her wünschen, das kriegen wir doch eh nicht geboten. Also die Masse kriegt doch nicht das geboten von den Parteien, was sie sich wünschen. Und zwar, dass eben das Volk vertreten wird, und dass die Volksinteressen durchgesetzt werden. Wenn das Volk zum Beispiel sagt, wir wollen keine Flüchtlinge, wir wollen diese Leute oder jene Leute, und wenn das Volk eine bestimmte Meinung hat, also das haben wir, eine richtige Demokratie, müsste auch akzeptieren, dass das Volk eventuell eine Meinung hat, die nicht das Richtige ist. Ja, das ist auch zum Beispiel, jetzt wollen wir mal ganz, ganz extrem uns ausdrücken. Da kann ich eine Angie von Merkel sagen, oder eine Gouverneurin aller Germany sagen, ich weiß es besser, ich bin King of sonst was, ich setze meinen persönlichen Willen durch, obwohl ich in einer Demokratie lebe. Denn dann haben wir keine Demokratie mehr und dann haben wir auch in einer Merkel keine Volksvertreterin mehr. Das ist ganz eindeutig, das müssen wir mal ganz klar mal festhalten. Wenn sie sagt, ich mache nicht das, was das Volk sagt, dann ist sie definitiv keine Volksvertreterin mehr. Das ist wohl ganz eindeutig und klar. Logisch. Denn wenn einer Volksvertreter ist, macht er doch das, was das Volk will. Selbst wenn das Volk totalen Scheiß will, wenn man mal übertreiben würde. Aber das ist ja, denke ich mal, nicht der Fall in Deutschland, dass das Volk nur Scheiße wollte. Vor allem vertritt ja die Frau Merkel nicht einmal wirklich ihre eigenen Interessen. Denn wenn man da mal nachhakt, vertritt sie die Interessen von wem? Ja, ich glaube, ich sage nichts Neues. Von den Reichen und Mächtigen in Wirtschaft und sonst wo. Ja, das sind ja viele Privatmenschen, die erstmal durchaus in der Wirtschaft aktiv sind,
aber auch ganz privat sind, die, was weiß ich, wie auch immer zu Kohle gekommen sind, auf jeden Fall mit Sicherheit mit sauberen Mitteln nicht. Ich habe euch mal vorgestellt in einem Video, wie man versuchen kann, eine Million zusammenzusparen, und dann wird es nämlich ganz schön knifflig. Ich habe selbst während des Videos, weil ich einfach spontan wieder gedreht habe, genau wie das, was ich spontan jetzt drehe, da ist mir die Sprache, da ist mir die Spucke weggeblieben. Da hat mich die Sprache verschlagen, was ich dann rausgekriegt habe. Das war für mich selbst überraschend. Auch andererseits wieder, ja, logisch. Ja, ist ja Mathematik oder ist irgendwie auch, leuchtet einfach ein. Aber im Nachhinein so, wie kann man dann so etwas zulassen? Ja, ich denke mal, das Problem ist, dass die meisten erstens nicht wissen, wie extrem das ganze Problem ist, was wir in der Wirtschaft haben und in der Finanzpolitik oder was die Banken mit uns überhaupt anstellen. Und zweitens, weil man eben denkt, ja, was kann ich denn machen? Was ist denn meine Möglichkeit? Und die einzige Möglichkeit ist ja, finde ich, aber die ist für mich äußerst unwahrscheinlich, dass das passiert. Das Volk müsste eben als Volk auftreten. Was heißt das? Volk, das Volk müsse sich repräsentieren. Und wenn das Volk sich eben nicht mehr durch eine Wahl repräsentieren kann oder es da und da und da mal was sagt, dann muss es sich eben zusammentun und sichtbar als Volk dann zu sehen sein. Eben als eine Masse, wie es der DDR damals auch geklappt hat. Zwar weiß man mittlerweile durchaus, dass da alles Mögliche schon im Vorhinein gewusst worden ist, auch wenn im Nachhinein, oh, komisch, jetzt sind wir völlig in Schwierigkeiten und keine Ahnung und so, da sind schon Dinge zugelassen worden, ohne dass was gemacht worden ist, weil man wollte, dass das letztendlich dann wirklich zu einem Zusammenbruch kommt. Das war schon eine gewisse Planung. Wie alles im Einzelnen abgelaufen ist, das kommt natürlich für uns Autonomalverbraucher nicht raus. Das ist ja alles hinter verschlossenen Türen, alles, was da so entschieden wird. Selbst diese neue Weltordnung, die ja sozusagen die ganze Welt koordinieren und zusammenfassen soll, da kriegen wir ja auch nichts von, was die ein paar Herrschaften da irgendwann an irgendeinem Tisch zusammensitzend da besprechen. Ja? Und wer wirklich dann derjenige ist, der in dieser Welt die Fäden in der Hand hält. Ob das jetzt nur eine Person, ob es eine Handvoll Person ist oder doch eine Organisation oder Gruppe, da gehen die Meinungen ja schwer auseinander. Und ich denke mal, das ist schon so, dass eben das nicht nur eine Person ist. Ja, oder dass das eben nur 1, 2, 3, 4 Personen sind. Ich denke mal, da sind schon mehr dahinter, die aber eine Hierarchie haben. Genauso wie in einer Firma, aber ich würde mal sagen, mir fällt da besser eher ein, diese Rangordnung, wie es bei manchen Tieren der Fall ist. Wo also eben wirklich ein Alpha-Tier existiert, das wirklich das meiste zu sagen oder eben letztendlich das letzte Wort hat. Was natürlich auch Sinn macht, wenn also irgendwelche Diskussionen da kommen und mehrere Leute haben zu entscheiden und wir kommen auf keinen gemeinsamen Nenner, dann haben wir ein Problem. Oder man macht halt eben ungerade Zahl und dann bei 13 Leuten zum Beispiel oder 11 Leuten oder 9 Leuten, da muss natürlich dann eben eine Mehrheit da sein. Das heißt, wenn man einen Durchgang hat, es geht nicht 50-50, es ist völlig, völlig unmöglich. Das heißt, es wird immer eine Seite mehr sein als die andere. Ob dann wirklich ein so richtig realistisch, soll man sagen, ehrliches Ergebnis rauskommt, ist eine andere Geschichte. Aber es ist ja nicht unser Problem, wenn diese Herrschaften, diese oben Obermächtigen da halt in ungerader Zahl irgendwas entscheiden. Aber dass das tatsächlich so ist, dass da eben weltweit etwas geplant wird, das ist eine Tatsache, weil eben schon viele Politiker das immer wieder irgendwo erwähnt haben. Und dass sich da eben entsprechende Gruppen zusammensetzen, das ist mittlerweile ja auch bekannt. Ja? Und dass eben, jetzt kommen wir eben auf das, was mein großer Verdacht ist, wo die meisten oder wo die absolute Entscheidungsgewalt mehr konzentriert ist bezüglich dessen, was jetzt weltweit passiert, auch Deutschland, in Deutschland, Europa passiert, halte ich die USA definitiv für das Land, wo diese Entscheidungen gefällt werden. Kein Russland, kein China, sondern ich halte Amerika für dieses Land, wo diese Personen sind, die bestimmte Dinge entscheiden. Und es ist auch nicht die Regierung, die US-Regierung. Da sind Leute drin, die da entsprechend was entscheiden und die etwas planen. Das ist ganz klar. Aber dass es die Regierung in Gänze ist, die jetzt irgendwie dafür ganz klar hinhalten muss, auch bei den Analysen und bei den
Bewertungen der Dinge, die jetzt weltweit passieren, das halte ich für zu übertrieben. Das heißt, da halte ich die Regierung selber für überschätzt in ihrer Macht. Also ich denke eher, dass da wirklich die Wirtschaft und natürlich das Finanzwesen, Wall Street, dafür ist immer auch von die Rede, die dann eben halt irgendwelche obersten Spitzen und Eliten in, ja, halt in der Wirtschaft, dass die da zum Zuge kommen. Auch zum Beispiel ein Warren Buffett mit seinen 60 Milliarden, oder die er hat, hat mit Sicherheit nicht gerade wenig Macht und wenig Einfluss auf viele Dinge, die weltweit passieren. Auch wenn natürlich davon nicht wirklich die Rede ist. Bei dem heißt es ja nur, dass er Geld macht mit seinem Geld. Und dass er ein süßer kleiner Teddybär ist, der keiner Fliege was zuleide tun kann. Also das ist, denke ich, ein Trugschluss, dass man meint, dass eben erstens nicht die Konzentration mehr in der USA liegt und zweitens, dass es nicht die Konzentration mehr in Personen innerhalb der USA, innerhalb von Organisationen oder Firmen, Unternehmen, Banken innerhalb der USA, auch eben die Wall Street, wo halt eben das ganze Finanzsystem so weit zusammenläuft. Da denke ich, da sind die entsprechenden Ursachen für die Probleme, die wir weltweit haben. Und für mich stellt sich immer die Frage, was haben die Herrschaften davon, wenn sie noch mehr Macht und noch mehr Geld haben? Weil daraufhin läuft ja alles im Prinzip hinaus. Die ganzen Geschichten, die in der Welt überall unternommen werden, auch die ganzen Kriegegeschichten, auch die Flüchtlingsprobleme, die wir jetzt haben, die haben ja Ursachen. Wenn man da mal weiter nachhakt, ging es immer um irgendwelche Macht- und Geldinteressen innerhalb dieser Länder. Also hat auch dann insbesondere die USA Kooperationen mit irgendwelchen Diktatoren gehabt. Der war denen scheißegal, ob diese Diktatoren, weil Diktator hört sich ja nun mal nicht toll an und die Geschichte hat gezeigt, dass Diktatoren halt diktieren, was sie sich wünschen und vorstellen. Das kann man nicht von irgendwelchen Demokratien reden oder dass die Menschen halt Freiheit haben, selber zu entscheiden, dies oder jenes, oder dass sie sich gegen Ungerechtigkeiten so einfach wehren können. Das ist ja bei Diktaturen so gut wie unmöglich. Das hat sich in der Geschichte ja immer wieder gezeigt. Und da hat die USA kein Problem gehabt, mit diesen Diktatoren wunderbare Geschäfte in Anführungsstrichen zu machen, ihnen die Hand zu schütteln, sie als Freunde zu bezeichnen und mit ihnen gemeinsame Sache zu machen, insbesondere natürlich immer, weil die halt eben edlere Geschichten vorhatten. Den Teufel das mit heißt, dem Belzebub austreiben. Das war dann so die Ausrede. Ja, da müssen wir jetzt eben den Teufel aller Russland zum Beispiel, den müssen wir jetzt in seine Schranken weisen. Wie? Indem wir halt mit dem Belzebub, also das ist ja dieselbe Bezeichnung für Teufel, es hat eine andere Bezeichnung, könnt ihr mal nachschlagen, wenn ihr wollt, woher das kommt. Und das ist eben dann irgendein Diktator, eben dann Russland mit zu bekämpfen. Und die ganzen Geschichten, die wir haben mit IS und Co., das basiert ja aufgrund dieser Vortaten der Amerikaner, insbesondere der Amerikaner. Die haben ja in der Welt insgesamt wesentlich mehr die Finger irgendwo im Spiel als irgendein anderes Land in dieser Welt. Davor natürlich irgendwann mal einige Jahrzehnte davor waren es auch die Engländer, oder sagen wir mal 100 Jahre vorher, die Engländer, die natürlich weltweit im 18. Jahrhundert vor allen Dingen die Welt beherrscht haben und sagen konnten, die Sonne geht bei uns nicht unter. Da haben die also wirklich weltweit Stützpunkte gehabt. Aber letzten Endes ist es aktuell und seit schon einiger Zeit, spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts fing das an mit der USA, dass sie sich weltweit ausbreitete und innerhalb der zwei Weltkriege, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, hat es jetzt immer mehr verstärkt und letzten Endes ist es so, dass jetzt wirklich die USA immer noch weltweit die allergrößte Macht ist. Wie natürlich wie stabil diese Macht ist, eine andere Geschichte. Aber wenn natürlich die Herrschaften, die in der Wirtschaft und in den Eliten existieren, wenn die jetzt eben weltweit sich auch ihre Stützpunkte geschaffen haben, insbesondere durch Unternehmen und so weiter und so fort, und auch im Griff nehmen von Regierungen, wo Regierungen letztendlich nach der Pfeife der Wirtschaft funktionieren, das ist mittlerweile in China im Prinzip auch nicht anders, dann haben sie die Macht. Dann können sie über in der Welt bestimmen, die Gesetze können bestimmt werden, alles, was irgendwie die Produkte hergestellt werden müssen, alles kann im Prinzip bestimmt werden, wenn man da seine Macht schon in die Politik hat hinein
wachsen lassen, in dem auch sogar eigene Leute drin sind oder ehemalige eigene Leute jetzt letztendlich bei irgendeiner politischen Partei auftauchen, wie auch immer, ist ja gar keine, ist ja kein Geheimnis, dann können halt diese ehemaligen Firmeninhaber oder vielleicht sind sie sogar noch oder Firmenteilhaber oder Mitarbeiter, die können natürlich dann Interessen der Firma innerhalb der Partei versuchen durchzusetzen. Und bei Wahlen und bei Entscheidungen von Gesetzen wird eben dann entsprechend die Stimme so oder so gegeben. Ganz klar. Also das heißt also, wie man es jetzt auch sieht, das Freihandelsabkommen, das soll ja im Grunde auch sein und sagen sofort, dass eben die USA über Europa richtig frei verfügen kann. Und wenn man sieht, dass eben letztendlich die Politiker in Europa das nicht hinkriegen, ihre Völker zu verteidigen, gegenüber den Interessen insbesondere der USA, sondern eben klein beigeben und nachher dann sagen, ja, ist halt jetzt so und so weiter und so fort, dann haben wir echt ein Problem. Und ich verstehe natürlich einerseits nicht, warum das Politiker in Europa machen, weil letzten Endes, wenn die Politiker sich zusammentun europaweit und sagen, natürlich wollen wir nicht von den USA gefressen werden oder bestimmt werden oder diktiert werden und sollen auch nicht von den USA diktiert werden, dies und jenes zu tun. Zweiter Weltkrieg hin oder her, wo sie angeblich oder nicht angeblich, ich werde jetzt auch kein Urteil darüber fällen, Deutschland befreit oder Europa befreit haben und mit allen größten edlen Absichten, ohne irgendeinen sonstigen Hintergedanken, ohne irgendwas an wirtschaftlichen Interessen gehabt zu haben, wenn das wirklich so war, dass man hier Europa befreien wollte von einem Arschloch à la Hitler, dann wäre das schön, natürlich, wenn einer, aber das ist eben nicht seit heute fraglich, sondern seit einiger Zeit schon sehr, sehr fraglich, wie edel die Absichten der USA waren. Gut, ich würde mal sagen, ich mache mit diesem Video erstmal wieder Schluss, das waren so ein paar Gedanken zu dem, was wir jetzt hier weltweit haben, insbesondere was die USA angeht. Ihr könnt natürlich eure Kommentare unter das Video drunter schreiben, ich werde mal dieses Video ganz separat alleine hochladen und hoffe, dass eben da das, was ich gesagt habe, mal angehört und angesehen wird. Ich möchte mich auch gerne verbessern. Ihr könnt mich auch darauf ansprechen, dass ihr sagt, ja, hier kann es nicht mehr über dieses, jenes Thema was bringen. Und vielleicht, dass ihr noch dann vorgebt, ob ihr ein langes Video zulassen würdet oder ob ihr lieber ein ganz, ganz kurzes, knappes Video haben wollt. Je kürzer, desto schwieriger wird es zu einem Teil, weil man eben dann sehr, sehr pauschal teilweise die Dinge angehen muss. Wenn es länger, wenn ich mehr Zeit habe, 15 Minuten oder sowas, denke ich mal, kann ich das wesentlich ausführlicher machen. Aber es kommt immer darauf an, worum es halt jetzt geht. Okay, Schluss, weiter darüber noch zu reden. Auge zu, Daumen rauf und man sieht sich und bis dann und tschüss. Vielleicht muss ich das mal deutlicher sagen. Unser Thema heute Abend ist, da möchte ich kurz referieren, Zorn und Empörung. Etwas, was in aller Welt, in Mitteleuropa, auf den großen Plätzen von jungen Leuten vorangetrieben wird. Und da sollten wir Alten nicht abseits stehen. Zorn und Empörung in einer Zeit, in der der Überblick verloren gegangen ist. Ich wollte die Bedeutung des Zorns, die bei uns gering geschätzt wird, die wollte ich ein wenig kulturhistorisch belegen, möchte das mit einem sehr schönen Zitat, wie ich finde, eröffnen. Ich bin beim Studium durch Zufall darauf gestoßen, dass man, also es Päpste gibt, die zitierfähig sind. Das glaubt man in unseren Zeiten ja gar nicht mehr, wenn man diese sklerotischen Gestalten da anguckt, die sie uns da die letzten paar hundert Jahre serviert haben. Furchtbar, nicht? Da ist ja nicht einer dabei, wo man einen Satz lohnte, dass man ihn sagt. Aber ich habe von Papst Gregor dem Großen einen Satz dabei, der ist also tausende von Jahren alt, 6. 7. Jahrhundert, moderner als alles, was hier die anderen da zusammenfaseln. Pass auf, die blasse Harmlosigkeit, nein, falsch. Entschuldigung. Ah, das ist Thomas von Aquin. Auch guter Mann, Thomas, aber kein Papst. Ja, finde ich aber noch, ich habe ihn irgendwo. Nicht. Thomas von Aquin hat auch über den Zorn referiert, kann ich sagen, wenn ich suche. Nicht, aber er war eben kein Papst. Und dieser Papst, da haben wir ihn doch hier. Papst Gregor hat im 7. Jahrhundert gesagt, ich bitte um Aufmerksamkeit, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Ah, das ist aber witzig. Nicht, das ist ein Satz. Wenn wir erstmal Vereinsstatus haben, lasse ich einen Wimpel machen, das lasse ich draufsticken auf meine Kosten. Das ist das Motto unseres, ist doch großartig. Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr Dienst war. Also können Sie sich vorstellen, dass unserem gebenedeiten Benedikt aus seinem sklerotischen Kopf ein solcher Satz rastet? Unvorstellbar, ich sage. Großartig. Also, so, also, wie gesagt. Sie sehen also schon, im 6., 7. Jahrhundert war die Bedeutung des Zorns bis zum Papst vorgedrungen.
Übrigens, Thomas von Aquin habe ich ja erwähnt, ist auch ein weitsichtiger Kopf. Der hat auch gesagt, der Zorn ist eine der großen Gestaltungskräfte der Menschheit. Thomas von Aquin. Der war so weitsichtig übrigens, der hat Christian Wulff schon gekannt. Ja. Typen wie Christian Wulff muss es im Mittelalter schon gegeben haben. Hier, schauen Sie auf, Thomas von Aquin über Christian Wulff. Die blasse Harmlosigkeit, die sich leider oft mit Erfolg als Sanftmut ausgibt, sollte niemand für eine christliche Tugend halten. Es ist das Beste über Christian Wulff, was ich je gelesen habe. 800 Jahre alt. Großartig. So, jetzt. Nun fahren wir fort. Wir haben wissen also jetzt schon, Zorn und Vernunft Hand in Hand haben die Kraft und treten gegen das Böse an. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was ist das Böse? Also heutzutage. Ist zum Beispiel, ist die Bundesregierung das Böse? Das ist natürlich Blödsinn. Nicht. Das Böse müssen wir uns als was Großes vorstellen. Nicht? Dann kann es die Bundesregierung schon mal nicht sein. Ja? Das würden wir dem Bösen nicht gerecht. Ja, diese armselige, dieses Duo Infernal, Merkel, der halbtote Westerwelle dazu, das ist nicht das Böse, das ist Mitesser des Bösen, könnte man vielleicht sagen. Mitesser des Bösen. Ja. Mehr nicht. Das, ja. Oder? Ja, aber ich gibt's sie. Lächerlich. Mehr ist das doch nicht. Oder Dings könnte man auch sagen. Furunkel am Gesäß des Bösen. Das ging auch. Nicht. Ja, Furunkel, wenn der weg ist, das Gesäß ist noch da. Nicht, so ist das ja hier mit einem Furunkel, Westerwelle, klassischer Furunkel. Ja. Wenn so ein Furunkel reif ist und Westerwelle ist reif. Ja? Wenn der reif ist, der platzt oder wird weggewischt, das Gelbe kommt weg. Ja? Ekelerregend. Nicht? Aber nebendran die schwarz-gelben Köpfchen der nächsten Mitesser, der Brüderles, Niebeles, Lindeles, wächst doch alles nach. Ist doch ekelerregend. Nicht? Da muss man gar nicht erwähnen. Man sollte sich gar nicht, ich habe doch einen Zettel noch. Ja, ich habe noch einen Zettel für mich. Den wollte ich nur hier hinlegen. Das steht extra groß auf. Halte dich nicht zu lange mit dem Gesindel auf. Das wollte ich. Verstehen Sie? Das wird bitte. Das wird die. Ja, das sind Sie. Habe die. Hatte nicht die Stimme gesenkt. Ja. Eben nur, dass wir uns mit dem Wesentlichen beschäftigen. Also jetzt bleiben wir mal beim Bösen. Jetzt. Oder sagen wir mal so: Was ist der Kern des Bösen? Was gibt ihm die. Also, was ist die Kernkraft des Bösen? Die Habgier. Gier und Habgier. Was glauben Sie denn, weshalb seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden in allen Weltreligionen und Kulturen, dass die Gier und die Habgier geächtet und gejagt werden? Immer wieder aufs Neue. Weil sie versuchen, Besitz zu ergreifen. Und heute, was heißt heute? Heute sitzen sie am Tisch der Regierenden, die Habgier. Was auch kein richtiges Bild ist. Die sitzen nicht am Tisch, ist ja Quatsch. Wenn Sie hier, wie lange ist das her, 2, 3 Wochen, wie die Merkel erzählt hat, wir dürfen die Märkte jetzt nicht beunruhigen. Den Satz müssen Sie sich 2, 3 Mal sagen und dann hinterher sich die Frage stellen, wer regiert hier eigentlich? Ja, dann haben Sie die Antwort, die regiert gar nicht. Die Habgier regiert und die Merkel darf mit am Tisch sitzen. Früher war das anders. Also Habgier gibt es schon immer, aber so war es noch nie. Ich würde gerne dazu beitragen, dass die Geldverleiher wieder zu dem Ansehen gelangen würden, das sie im Mittelalter hatten, als die Ackermänner und Nonnenmacher noch den Dienstboteneingang nehmen mussten, um das Haus der Herrschenden zu betreten. Am Tisch sitzen dürfen sie nämlich erst, seit sie den Herrschenden im Mittelalter die Wahlkämpfe bezahlt haben und dafür das Monopol auf die Silbertalerherstellung gekriegt haben. Seitdem dürften sie sich so aufpusten. Aber es gab schon damals Regierungen, die sich dem widersetzt haben. Das erzählt uns doch keiner, nicht wahr? Spekulationsblasen gibt es auch schon seit Hunderten von Jahren. Da habe ich was für Sie. Pass auf. Sie kennen doch diese Tulpenzwiebel-Geschichte, nicht wahr? Diese Tulpenzwiebel-Spekulationsblase, die damals geplatzt ist. So, jetzt fangen Sie auf. Hier. Ja, Thomas von Aquin. Weiß nicht, was da damit sich ist. Man kann sich ja wohl mal vertun, ja? Armseliger Humor. Wo habe ich es denn? Irgendwo habe ich es doch. Da, hier. Also, passen Sie auf. Im Jahre 1637 ist die Spekulationsblase mit Tulpenzwiebeln geplatzt. Das wissen Sie wahrscheinlich noch. So, damals passierte das, was immer passiert, wenn eine Spekulationsblase platzt. Die sind alle, die Spekulanten, die Gläubiger, die Banker, sind alle zur niederländischen Regierung gerannt und haben gesagt, wir brauchen jetzt Staatsgeld, sonst ist das Land pleite.
und zerfällt. Daraufhin hat sich damals die niederländische Regierung zur Beratung zurückgezogen und hat nach 2 Tagen folgende Regierungserklärung vorlesen lassen. Ich zitiere: Die Tulpenzwiebelspekulationen sind in einer Art Fieber zustande gekommen, also im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit. Bei Spielsucht ist aber nicht der Staat zuständig, sondern der Arzt. Ah, das nenne ich mir mal eine Regierungserklärung. Das sehen Sie, sowas würde ich heute auch gerne mal hören. Und diese, übrigens nicht diese, diese geplatzte Blase, ja, hat dem niederländischen Staat übrigens überhaupt nicht geschadet. Der Staat hat die geplatzte Blase schnell überwunden, nur Heerscharen von Spekulanten und Bankern haben sich vor, nicht, also nicht vor heranbrausenden Regionalzügen, vor herangaloppierende Pferdekutschen geworfen, aber sie waren auch tot, das ist ja das Wichtige, das ist ja die Pointe da dran. Nicht wahr? Also Sie sehen, das hat ein Happy End, die Geschichte, deswegen habe ich es auch erzählt. Nicht, aber weil wir gerade bei der geplatzten Blase sind, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich persönlich hätte gewisse Konzentrationseinbußen durch Harndrang. Wenn wir vielleicht ganz kurz zum Wasserabschlagen unterbrechen und dann weitermachen, würde ich sagen, wir unterbrechen die Sitzung für ein kurzes Wasserabschlagen. Danke Ihnen, ist aber nämlich auch allerhöchste Eisenbahn. Was glauben Sie, was in diesem Land los wäre, wenn mehr Menschen begreifen würden, was hier los ist? Ja, da können Sie wählen, wie Sie wollen. Ja, es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Auf dem Kirchentag darf sie über eine neue Weltordnung philosophieren, zusammen mit dem ehemaligen ghanaischen Präsidenten Kufuor. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Und natürlich schaut die Welt jetzt auf Europa, weil wir wissen, dass wir in der globalen Verflechtung alle gemeinsam für Wirtschaftswachstum verantwortlich sind. Und das hat auch das G20-Treffen in Cannes ausgedrückt. Und es wird sich in den nächsten Jahren, die Gruppe der G20 auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs hat sich, glaube ich, bewährt, es wird sich in den nächsten Jahren vieles verschieben im weltweiten Gefüge. Man sieht das zum Beispiel schon am internationalen Währungssystem. Wenn es nicht gegeben hätte, dann würden wir heute noch eine lange Diskussion mit SPD, Grünen und anderen führen, darüber, ob das nun notwendig ist oder nicht. Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Man darf nicht sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Hier ein bisschen was weggeschmissen und dort einen angerempelt, hier mal auf den Bürgersteig gefahren und dort mal in der dritten Reihe geparkt. Immer so unter dem Motto, ist alles nicht schlimm. Ist alles nicht nach dem Gesetz und wer einmal Gesetzesübertretungen duldet, der kann anschließend nicht mehr begründen, warum es irgendwann schlimm wird und irgendwann nicht so schlimm ist. Deshalb null Toleranz bei innerer Sicherheit. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Würden Sie Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie die Menschen nicht von diesem europäischen Gedanken in einem gemeinsamen europäischen Haus überzeugen können? Die Nein. Menschen in Deutschland? Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin davon überzeugt, dass Europa gut für uns ist. Ich will vielleicht noch mal daran erinnern, 7 Milliarden Menschen auf der Welt, 500 Millionen Europäer, 80 Millionen Deutsche. Wir machen 1% aus, noch 1,2% der Weltbevölkerung. Wir brauchen eine Gemeinschaft.
ich jetzt alles gesagt dazu. Wenn das alles ist? Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt. Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutsche. Also das ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also, So, die nächste Frage. Gibt es so einen Moment, wo Sie auch bereit wären, eine unpopuläre Entscheidung einfach so zu treffen, indem Sie sagen, ich mache es? Erinnern wir uns an Helmut Kohl. Die Entscheidung für den Euro war keine, die ihm damals Sympathien eingebracht hat. Oder auch bei Schröder zu sagen, wir machen jetzt Agenda 2010. Ja, sicherlich, solche Situationen gibt es immer wieder. Also wenn Sie immer erst eine von Ihnen erst zitierte Umfrage machen, was die Leute davon halten, dann könnten wir das nicht machen. Ich habe, wenn ich mal an die Gesundheitsreform denke, die ja auch noch nicht so überall populär ist, dann ist die Frage, ob wir zum Beispiel diesen Fonds machen, eine Frage, wo ich immer gesagt habe, die machen wir. Und der hat viele Vorteile und egal, was da jetzt geschrieben wird, was gesagt wird, das wird so gemacht und so gibt es in der Innen- und Außenpolitik immer solche Situationen. Es gab ja so ein Zitat. Frage Mehrwertsteuererhöhung, etwas Unpopuläres. Und trotzdem, glaube ich, haben wir mit unserem Konzept zu investieren und trotzdem den Haushalt zu sanieren, das Richtige getan. Die CDU hat seit Jahr und Tag dafür plädiert, dass an großen Plätzen genau solche Videoüberwachung eingesetzt wird. Wenn es die CDU nicht... Wir werden zu einem multipolaren Währungssystem Schritt für Schritt kommen, in dem auch China zum Beispiel eine größere Rolle spielt, in dem Maße, wie China bereit ist, einen Wechselkurs anzunehmen, der den Fundamentaldaten der eigenen Wirtschaft entspricht. Aber diese Tendenz ist erkennbar und die Arbeiten am gemeinsamen Weltwährungssystem sind unter der französischen Präsidentschaft deutlich vorangekommen. Würden Sie Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie die Menschen nicht von diesem europäischen Gedanken in einem gemeinsamen europäischen Haus überzeugen können? Menschen in Deutschland? Nein, auf gar keinen Fall. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Frau Merkel, eine Frage von Rob Scharfenberg, Telegraph aus Amsterdam. Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit einer Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes hinzuzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären? Weil diese Person mein Vertrauen hat. Aber kann er mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seine Schublade liegen? Wir müssen uns doch was einfallen lassen, meine Damen und Herren. Wählen allein hilft doch nicht weiter. Wir haben das doch versucht. Rot-Grün ist gewählt worden, um die schlimmsten Ungerechtigkeiten der Kohl-Ära wieder rückgängig zu machen. Was ist passiert? Die haben die Ungerechtigkeiten verschärft. Nach 7 Jahren Rot-Grün hatten die Leute weniger Geld netto in der Tasche, die unter 20.000 Euro im Jahr verdienen, und die Leute netto mehr in der Tasche, die über 60.000 Euro im Jahr verdienen. Das war die soziale Politik von Rot-Grün. Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder Schröder, Eichel, Müntefering und Clement haben wirklich nicht gewusst, was sie mit ihren Gesetzen anrichten. Oder sie haben es gewusst. Das sind die beiden Möglichkeiten, oder? Wenn die wirklich nicht gewusst haben, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, dann sind sie einfach nur zu blöd. Dumm wie 100 Meter Landstraße. Damit könnte man ja leben. Wenn sie aber genau gewusst haben, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, meine Damen und Herren, was die Herrschaften das dann sind, das darf ich auf der Bühne nicht mehr laut sagen. Das muss sich jeder von Ihnen selber denken. Fängt mit Riesen an, hört mit Och auf. Und meiner Meinung nach ist es an der Zeit, dass die SPD-Spitze sich entscheidet, wollen sie Dumpfbacken oder Riesenöcher sein.